unser See. So heißt die Geschichte, die ich dir erzählen möchte. Sie handelt von Beate, einem fliegenden Schwan und einem Urlaubsplan. Beate, meine Freundin, ist traurig, erzählt Lea ihren Bruder, während sie Karotten für einen herrlichen Salat wäscht. Warum das denn? Will Leo wissen, der diese nun zu schneiden beginnt. Ihr Vater hat mit ihr über den Urlaub im heurigen Sommer gesprochen. Wahrscheinlich fliegen sie nicht nach Griechenland. Sie sagt, dass er gesagt hat, dass das Coronavirus den Urlaub in anderen Ländern unmöglich macht. Beate liebt aber das Meer. Deshalb ist sie unglücklich, verstehst du? Leas Stimme klingt nun auch ein wenig traurig. Ist das wahr, Leo? Dürfen wir auch keinen Urlaub machen? Leo kratzt sich hinterm Ohr. Das tut er immer, wenn er nach einer zufriedenstellenden Antwort sucht. Natürlich können wir urlauben. Du brauchst dir keine Sorgen machen, Lea. Vielleicht kann Beate mit ihrer Familie sogar nach Griechenland fliegen. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Wenn sich möglichst viele an die Vorsichtsmaßnahmen halten, dann kann auch der Urlaub am Meer möglich werden. Lea hört interessiert zu. Und was, wenn nicht? Was macht Bea, wenn sie nicht nach Griechenland kann? Nun decken die beiden den Tisch, während Leo seiner Schwester eine Gegenfrage stellt. Welche Wünsche hast du denn für den heurigen Sommer? Worauf hast du Lust, Lea? Die junge Häsin faltet zwei blaue Papierservietten. Dabei muss sie an den See denken, an dem sie vor 2 Jahren mit Leo eine Urlaubswoche genießen konnte. Ich will wieder zum See fahren. Weißt du, welchen See ich meine? Denkst du, dass es möglich sein wird, Leo? Am Esstisch fehlen noch die Trinkgläser für frisches, klares Wasser. Leo befüllt beide und meint, ich kann mir einen Urlaub an einem See in Österreich auch sehr gut vorstellen. Ich würde mir einen Schattenplatz unter einem Baum suchen. Dort würde ich dann mein Lieblingsbuch endlich zu Ende lesen. Lea freut sich sehr, dass ihr Bruder ihren Vorschlag gut findet. Und ich freue mich auf das saubere Wasser im See. Vielleicht lerne ich ja in diesem Jahr das Schwimmen. Mittlerweile genießen die beiden Hasen den Karottensalat. Wollen wir das tun? Fahren wir heuer an unseren See, Leo? Ja, ich denke, wir werden den Sommer in Österreich verbringen und unserem See einen ausgiebigen Besuch abstatten. Aber, Lea, eines ist wichtig. Auch im Urlaub am See müssen wir Abstand halten. Das muss klar sein. Gibt es in Österreich Elefanten? Will Lea nun wissen. Natürlich nicht, lacht Leo und fragt nach. Warum um alles in der Welt fragst du denn so etwas? Lea zwinkert mit einem Auge und antwortet schelmisch. Dann wäre es am See einfacher, Abstand zu halten. Du weißt schon, Abstand so groß wie ein Babyelefant. Nun lachen die beiden. Leo mag es, wenn Lea Scherze macht. Beim Tisch abräumen hat Leo eine Idee. Kannst du dich an die Schwäne erinnern? Du warst immer begeistert, wenn du sie beim Fliegen beobachten konntest. Denk dir anstelle des Babyelefanten einfach eine Schwanenlänge. Was meinst du? Leas Augen strahlen. Ja, gute Idee. Der richtige Abstand ist ein fliegender Schwan. Leo, ich kann es kaum erwarten. Ich will dahin.
Nun wird das Geschirr in die Spülmaschine geräumt. Danach sucht Lea ihren Schwimmreifen mit dem Giraffenkopf. Sie will nachsehen, ob mit ihm noch alles in Ordnung ist. Wie sieht es mit deinen Wünschen aus? Was planst du im Sommer? Ich bin sicher, du hast auch gute Ideen.